Der deutsche Aktienmarkt jagt von hoch zu hoch und schlägt seine größten Konkurrenten. Warum das so ist, mehr dazu in meinem heutigen Wochenausblick. Ja. Wenn wir uns die Märkte gleich anschauen, werden wir feststellen, dass der deutsche Markt, vor allen Dingen der große DAX 30, seine großen Brüder schlägt, den S&P 500, den Nasdaq. Ja, und warum das so ist und was wir daraus lernen können, auch für die zukünftigen Wochen und Monate, das schauen wir uns jetzt an. Werfe erst einmal einen Blick auf die Zahlen und da sieht man ganz gut, seit dem 1. Januar hat der Nasdaq ca. 2,5% zulegen können. Der S&P 500, der große Bruder, 6%. Und wenn wir auf den DAX schauen, ja, plus 10%. Das heißt, der deutsche Markt zieht voran und das ist ein sehr seltenes Bild in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Wir selber innerhalb des Screening-Dienstes haben ja auch in den letzten Wochen immer gesagt, der deutsche Markt und der S&P 500, das sind jetzt die beiden Märkte, wo wir auf einzelne Aktien schauen. Der Januar ist ja auch in meinem Portfolio mit über 20% extrem stark nach vorne gelaufen. Dann der Februar war etwas ruhiger gewesen, der März dann mit plus 4% sehr gut, wobei die vorletzte Woche nicht ganz so gut gelaufen ist, aber jetzt die derzeitige Woche wieder mit gut 2% im Plus. Das heißt, es macht richtig, richtig viel Spaß zurzeit an den Aktienmärkten. Und wie geht es jetzt weiter? Nun ja, ich fange mal heute mit dem deutschen Markt an, weil es einfach auch der stärkste Markt ist. Wie gesagt, seit dem Jahreswechsel sehen wir hier 10% Performance beim großen DAX 30. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend, den wir auch ganz gut sehen können hier. Selbst mit bloßem Auge, der Markt ist ja wirklich sehr schön nach oben gelaufen, hat hier nochmal eine kurze Korrektur hingelegt und jetzt hier wirklich seit einer Woche geht es nach oben. Und das ist auch nicht ganz untypisch, denn was wir gerade sehen und das ist ja auch etwas, was wir auch immer wieder auch in den Ausbildungen besprechen, ist ja, wir profitieren natürlich jetzt davon, von diesem Wochenende, nämlich von dem Osterwochenende. Und grundsätzlich lässt sich sagen, Feiertage sind natürlich immer positiv für die Aktienmärkte. Das heißt, der Markt kommt hier in ruhiges Fahrwasser. Das sehen wir ja auch häufig zu Feiertagen wie Weihnachten oder Thanksgiving. Und auch hier eine wunderschöne Rallye, die sich ja abgezeichnet hat. Man konnte auch sehen, hier in der letzten Woche die Umkehrkerze nach der Korrektur. Und danach ist der Markt ja sehr schön nach oben gelaufen, wie eben auch viele einzelne Titel aus dem DAX. Jetzt natürlich die spannende Frage, sollte man jetzt auf diesen fahrenden Zug aufspringen? Naja, und ihr wisst die Antwort wahrscheinlich schon selber. Das machen am Ende des Tages tatsächlich ja eher so Börsenstarter. Wichtig ist aus meiner Sicht hier, jetzt erstmal, nachdem der Markt hier sehr schön nach oben gelaufen ist, hier roundabout, ja, fast 600 Punkte an Gewinn einfahren konnte in den letzten 6 Handelstagen. Jetzt eine kurze Korrektur abzuwarten. Wir müssen schauen, wann dieser eintritt. Wie gesagt, die letzte abgelaufene Woche heute extremst gut gelaufen. Mehr als 2% Performance allein in den letzten 3 Tagen. Davon war ich sogar nur 2 Tage im Büro. Aber man sieht einfach, der Markt dreht hier einfach nochmal ein Stück nach oben. Wie gesagt, aufspringen auf diesen rasenden Zug möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt gerne sehen, dass es hier zu einer Korrektur kommt. Vielleicht in diesem Bereich von 14.800, 14.700 Punkte, um dann neue Positionen im DAX aufzunehmen. Ganz im Gegenteil dazu, der kleine Bruder, nämlich der MDAX. Hier sieht das ganze Bild gar nicht so gut aus. Wir sind hier ein ganzes Stück von den Höchstständen entfernt. Und wenn wir uns das anschauen, hier der Jahreswechsel, was da jetzt passiert ist, seit dem Jahreswechsel, da haben wir auch nur ein Plus von ungefähr 4%. Das ist etwa das, was wir auch im Technologiesektor Nasdaq gesehen haben. Das heißt, im Moment laufen tatsächlich die großen Werte deutlich, deutlich besser. Was saisonal gesehen eigentlich atypisch ist. Das heißt, wir sollten hier wirklich drauf achten, jetzt eher in den großen Titeln unterwegs zu sein. Die Aktien, die jetzt wirklich spannend aussehen, das ist einfach das, worauf man dieses Momentum, das man jetzt gerade hat, auch ausnutzen sollte. Also da tatsächlich jetzt eher aus meiner Sicht auf die großen Werte, aber vor allen Dingen jetzt eben, wie gesagt, dran denken, dass eine Korrektur überfällig ist. Das heißt, wir werden sicherlich in den nächsten Handelstagen erst einmal einen leichten Rückgang sehen.
Kommen wir zum amerikanischen Markt. Der S&P 500, wie gesagt, 6% nach oben gelaufen. Damit doch deutlich, deutlich weniger geschafft als der deutsche Markt, der kleine Bruder. Meistens ist es ja eher umgekehrt, technisch gesehen, und das ist ja das, worum es eigentlich geht, auch bei uns beim Marktausblick ist natürlich ganz klar, wir haben hier neue Hochs gesehen, auch wenn ich jetzt mal die letzten Wochen hier einzeichne, wenn wir sehen, der Markt ist hier halt hochgelaufen, sehr schön, hat hier allerdings immer recht tiefe Korrekturen gemacht, also bei weitem nicht so gut gelaufen wie der deutsche Markt, also nicht nur von der Performance her, sondern auch wenn wir uns hier die Korrekturen anschauen, beispielsweise im Februar, auch hier im Januar, die sind schon deutlich, deutlich in die Tiefe gegangen. Das haben wir im DAX so nicht gesehen und daran kann man einfach erkennen, dass der deutsche Markt einfach deutlich besser aussieht. Auch das haben wir in den Ausbildungen in den letzten Wochen ja immer wieder besprochen. Jetzt hier heute sieht es gut aus. Wir greifen nochmal an auf ein neues Jahreshoch. Ich bin gespannt, ob der Markt sich heute durchsetzen kann. Auch die Volatilität sieht sehr gut aus. Ich bin derzeit ja auch short in der Volatilität. Auch das haben wir letztes Wochenende besprochen im Mastermind-Seminar. Auch da sieht es im Moment sehr, sehr gut aus. Das heißt, das Marktumfeld ist gut. Wie gesagt, nicht außergewöhnlich. Ostern steht vor der Tür, Osterrally. Und das Ganze solltet ihr euch auch merken für die Zukunft. Das sind eines der wichtigen Bausteine, die man als Trader einfach immer wieder nutzt, dass man nicht nur auf die Märkte schaut, sondern natürlich auch solche saisonalen Geschichten, die ganz, ganz wichtig sind für Trader, immer im Blick hat. Schauen wir auf den Nasdaq und das ist schon fast ein Trauerspiel mit 2,5% Performance in diesem Jahr, vollkommen ungewöhnlich. Wir sind da natürlich, was das angeht, natürlich auch sehr verwöhnt. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben hier gesehen, dass der Markt hier sehr schön das Ganze, ja, im Prinzip seit dem Jahresende schon sehr schön nach oben gelaufen ist. Ich sage gelaufen ist, weil wir dann natürlich hier eine sehr starke Abwärtsbewegung bekommen haben. Das haben wir ja schon in den letzten Wochen auch thematisiert gehabt im Marktausblick. Das heißt, hier kam es zu einem Trendbruch. Es hat sich sogar hier ein Abwärtstrend gebildet, kann man hier ganz gut sehen, einen sogenannten Korrekturtrend. Und der Markt versucht jetzt, diese Korrektur natürlich langsam zu beenden. Das kann man hier auch sehen. Wir sind hier fast auf diese Hochs bei 13.350, 13.400 rangelaufen, haben aber noch keinen neuen Trend etablieren können. Und das bremst natürlich den gesamten Markt, vor allen Dingen, wenn wir uns die großen Marktgewichte anschauen, die im Nasdaq sind. Die sehen zurzeit auch nicht gut aus, allen voran beispielsweise eine Apple-Aktie. Und dann fragt man sich natürlich als Trader, warum soll man jetzt auf diese Titel setzen, die zwar im letzten Jahr extremst gut performt haben. Wenn wir allerdings sehen, dass jetzt gerade die großen Titel eher gefragt sind, wie beispielsweise die aus dem DAX, dann aus jeden Fall kann das Ergebnis der Analyse nur heißen, nun ja, ich werde weiterhin erstmal auf diese Titel setzen, die auch im Moment das entsprechende Momentum haben und uns hier mit den Portfolios immer weiter nach oben treiben. Denn darum geht es ja am Ende des Tages. Wir wollen ja möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit verdienen. Dafür ist so eine Analyse einfach wichtig zu wissen, was ist der entsprechende Markt. Und wenn ihr diese Analyse dann weitergeht in die entsprechende Aktien, so wie wir das ja auch machen, indem wir dann die einzelnen Aktien screenen, jetzt beispielsweise aus dem deutschen Markt oder auch aus dem S&P 500, wo wir uns dann anschauen, wie geht das Ganze weiter, was wir ja auch innerhalb des Screening-Dienstes Woche für Woche machen. Wenn ihr mehr zum Thema Trading und Investment wissen möchtet, wie ihr das Ganze in guten Strategien umsetzen könnt, dann möchte ich euch gerne einladen. Wir haben nämlich für den 17. und 18. April wieder Rendite Unlimited am Start. Wir wollten das Ganze ja wieder in Frankfurt machen. Allerdings, und das ist ja auch verständlich in der jetzigen Zeit, mehrere hundert Teilnehmer für dieses Event. Beim letzten Mal alleine im Februar über 1000 Teilnehmer ist derzeit live einfach nicht umzusetzen. Deswegen haben wir uns in der letzten Woche dazu entschlossen, das Ganze noch einmal online stattfinden zu lassen für euch. Wenn ihr auf meine Webseite geht, mariolüttemann.com und dann hier einfach auf Beginner klickt, dann könnt ihr euch für Rendite Unlimited anmelden. Wie gesagt, 2 Tage, der 17. und 18.
April. Das Ganze findet immer statt von 9.30 Uhr bis 13 Uhr. Also wirklich immer schön vormittags die Zeit genutzt. Ein Tag Investment, ein Tag Trading. Hier lernt ihr Strategien kennen, die ihr sofort umsetzen könnt. Und weil wir, wie gesagt, zurzeit das Ganze nicht live machen können und ich aber natürlich möglichst viele von euch auch mitnehmen möchte, auf diese Reise laden wir euch als Kunden ein. Mit dem Gutscheincode RU100 könnt ihr kostenfrei teilnehmen, also nicht 39 Euro, sondern tatsächlich kostenfrei. Also wenn ihr Lust habt, mit dabei zu sein, mehr Strategien kennenzulernen, wie ihr auch es schaffen könnt, als Investor 10-15% Rendite zu erzielen oder eben auch im Trading kontinuierlich hohe zweistellige Renditen zu erzielen, wie wir das Jahr für Jahr machen, dann lade ich euch ein zu Rendite Unlimited am 17. und 18. April. Ja, und das war's wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über Kommentare und ein Like von euch natürlich sehr freuen. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr das jetzt noch nachholt. Ich wünsche euch ein tolles Osterfest, eine tolle Woche nach Ostern. Ich selber bin in der kommenden Woche im Urlaub, deswegen wird es am Anfang der nächsten Woche keinen neuen Marktausblick geben. Deshalb heute das Update. Ich wünsche euch eine coole Zeit. Macht's gut, bleibt erfolgreich. Ciao, ciao. Und wenn wir das machen würden, dann müssten wir nicht alle bis zum 65. oder 70. Lebensjahr in diesem Hamsterrad rumlaufen. Und dafür möchte ich euch sensibilisieren. Deswegen, was könnt ihr machen, damit ihr da rauskommt? Also das sind wirklich Basisstrategien, die jeder umsetzen kann, relativ einfach. Und wenn man sagt, ja, 7-8% reichen mir nicht, dann kann man dann auch mehr draus machen. Wie gesagt, 15-20% Jahresrendite machen wir Jahr für Jahr. Letztes Jahr, als die Märkte sind 15% gefallen, wir haben über 20% gemacht. Unfassbar, was ich hier gelernt habe. Was im Investment alleine möglich ist, das ist ja absolut unfassbar. Also der zweite Tag, der hat mich ziemlich weggeblasen.